Durfte der Bund Gelder für den Klimaschutz nutzen, die eigentlich zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren? Nein. Die Honks hier von der Ampel dachten, hey, so ein Schattenhaushalt, der ist wirklich cool. Doch dann klagte der Friedrich und kriegt recht. Es ist verfassungswidrig. Oh nein, bitte nicht. Jetzt ist die Kohle weg. Wie stopft ihr das Loch im Haushalt? Und die Ampel sagt. Ja, das ist natürlich eine absolute Schlappe für die Ampelkoalition. Und jetzt kein Geld fürs Klima. Und wenn Strom und Gas jetzt teurer werden, findet's keiner prima. Und bei den nächsten Wahlen gibt's dann mit richtig Wumms auf die Mütze. Doppelwumms. Nee, im Ernst, woher soll die Kohle kommen? Kippt ihr die Schuldenbremse oder verkauft ihr den Lindner bei? eBay. Und die Ampel sagt. Was an der Mediathek oft kritisiert wird, ist ja die fehlende Kommentarfunktion. Und mir ist das Feedback trotzdem wichtig. Also habt ihr jetzt die Gelegenheit, verbal zu kommentieren. Und zwar ab jetzt. Ja, das sind ganz wichtige Punkte. Ich nehme mir das alles sehr zu Herzen. Was wir daraus machen, seht ihr hier bei uns in der Mediathek.